Über die Ursachen für Long- und Post-Covid ist bisher noch nicht so viel bekannt und die klaren Ursachen, warum manche Menschen nach einer Corona-Infektion Long- bzw. Post-Covid-Symptome entwickeln und langwierige Symptome mit sich tragen, ist bisher nicht abschließend geklärt. Es gibt aber Vermutungen und erste Hinweise, warum das passieren kann. Das eine ist, dass möglicherweise eine Autoimmunreaktion stattfindet nach einer Corona-Infektion oder durch die Corona-Infektion. Das heißt, das Immunsystem greift körpereigenes Gewebe an, wodurch Entzündungen entstehen, wodurch Schmerzen entstehen können. Aber da das Immunsystem auch sehr viel Energie braucht bei diesen Entzündungsprozessen, eben auch diese typische Erschöpfung und teilweise auch diese geistige Vernebelung entstehen kann, weil einfach Energie vom Immunsystem gebunden wird. Weitere wissenschaftliche Hinweise, die in die Richtung deuten, sind Veränderungen der roten und der weißen Blutkörperchen, die bis zu 7 Monate nach Infektion nachgewiesen wurden. Das heißt, die weißen Blutkörperchen, das Teil des Immunsystems, die sich verändern, das über einen langen Zeitraum bestehen bleibt, stützt eigentlich die These, dass das Immunsystem damit reinspielt. Weitere Idee sind niedriggradige Entzündungen, die durch eine Corona-Infektion getriggert werden und aufrecht erhalten werden. Auch das wieder die These, dass das Immunsystem damit reinspielt und dass durch diese Entzündungsprozesse eben Schmerzen entstehen, man sich kraftlos fühlt, man sich energielos fühlt und anfällig für Stress im Alltag bzw. anfälliger. Eine weitere mögliche Ursache sind Durchblutungsstörungen in den kleinsten Gefäßen, die wahrscheinlich durch kleine Thrombosen entstehen. Das heißt, durch eine Corona-Infektion wird das Risiko für Thrombosen erhöht und dass sich eben kleinste Thrombosen, also kleinste Verklebungen der Blutplättchen irgendwo in kleinen Gefäßen ablagern, die dann wiederum natürlich zu Störungen in dem jeweilig versorgten Gewebe führen. Eine weitere Theorie sind autonome Dysfunktionen, das heißt, dass unser vegetatives Nervensystem nicht mehr so funktioniert, wie es soll, dass sowohl unser Sympathikus, der für Stressreaktionen, aber auch unser Parasympathikus, der für Entspannung zuständig ist, nicht mehr adäquat funktionieren. Das heißt, wir entspannen nicht mehr richtig, wenn wir unter Long- und Post-Covid leiden, haben aber auch nicht Energie, um in einer Stresssituation oder in einer Situation, wo Leistung abgefordert wird, adäquat agieren zu können. Eine weitere Beobachtung sind eine vermehrte CO2-Anlagerung im Blut. Das heißt, die Dosis an CO2, der Spiegel an CO2 im Blut nimmt zu, was wiederum die Leistung mindern kann. Und möglicherweise auch eine Persistenz an Virusbestandteilen, dass eben immer wieder kleinste Virusbestandteile, nicht das Coronavirus gesamt, sondern immer wieder kleinste Virusbestandteile im Körper zirkulieren und die Gewebe reizen. Und damit natürlich auch das Immunsystem. Und neueste Forschungsergebnisse der SRH in Heidelberg deuten auf die These, dass Entzündungen und fortbestehende Entzündungen bei Long- und Post-Covid-Patienten möglicherweise eine sehr gute Erklärung für die Symptome sind. Deswegen gehen wir im Long- und Post-Covid-Coaching auch immer mit unseren Kunden darauf ein, was ist ein möglichst anti-entzündlicher Lebensstil? Also was können wir an Bewegung, an Ernährung und an Alltagsverhalten tun, um möglichst wenig Entzündungen im Körper zu provozieren? Und genau das vermitteln wir auch in unserer Long-Covid-Coaching-Ausbildung. Das heißt, wenn du Kundinnen und Kunden hast, die unter Long- und Post-Covid-Symptomen leiden und langwierige Corona-Symptome haben, dann ist unsere Ausbildung genau richtig für dich. Hier erfährst du nicht nur die Theorie zu Long- und Post-Covid, sondern auch alle praktischen Tools und Hilfsmittel, alle Trainingsmethoden, Ernährungsempfehlungen, Entspannungstechniken, Atemtechniken, die du brauchst, um deinen Kunden langfristig zu helfen. Und vor allem erfährst du, wie du die strategisch mit deinem Kunden oder deiner Kundin zusammen in ihren Alltag integrierst, sodass sie diese neuen Gewohnheiten und diese neuen Fähigkeiten auch langfristig umsetzen können, um dauerhaft ihre Symptome in den Griff zu bekommen.